Heute backe ich mit dir ein Kartoffel-Dinkel-Topfbrot. Wir starten auch gleich mit der Zubereitung. Die Kartoffeln habe ich gekocht und jetzt werden sie geschält. Danach werden sie durch eine Kartoffelpresse gedrückt. Wenn du die nicht hast, kein Problem. Du kannst auch mit einer Gabel zerdrücken. Das funktioniert sehr gut. Die genauen Mengenangaben zu diesem Video findest du unterhalb der Infobox. Dort ist auch der Link, wo du es ausdrucken und speichern kannst. So, weiter geht's mit dem Teig. Das Mehl kommt in die Schüssel meiner Rührmaschine. Dann kommt der Zucker mit hinein. Ich brösel die Hefe noch darüber und das lauwarme Wasser kommt auch mit dazu. Dann darf es ungefähr 10 Minuten quellen. Dazu decke ich es ab und die Kartoffel kann weiter auskühlen. Nach den 10 Minuten kommen die restlichen Zutaten mit dazu. Also der Sauerteig, der dient ja auch nur dem Geschmack. Dann kommt das Olivenöl mit dazu und die Prise Salz. Zum Schluss die ausgekühlten Kartoffeln oder abgekühlte Kartoffeln. Ab zur Knetmaschine damit. Und los geht's. Das Ganze gut durchkneten, das kann circa 10 Minuten dauern. So sieht das Ganze dann aus. Und dann darf der Teig abgedeckt ruhen. Da gut eine Stunde. Nach der Ruhezeit ist er gut aufgegangen, wie du siehst. Und weiter geht's. Auf einer bemehlten Unterlage kommt der Teig darauf und jetzt falte ich ihn mir. Das heißt, ich ziehe ihn mir von unten in die Länge und dann oben drüber klappen und das Ganze noch von rechts und von links zu einer Paketform. Dann noch ein bisschen rund wirken und den Backofen auf 250 Grad Ober-Unterhitze, das will mir das Maximum, vorheizen. So, jetzt kümmere ich mich ums Backpapier. Das halbiere ich dann und falte es dann nochmal zusammen. Denn ich bereite das für meinen Topf vor. Der Topf heizt übrigens auch mit auf. Und nun schneide ich mir so ein Rechteck aus. So. Und darauf setze ich dann jetzt gleich mein Brot oder mein angehendes Brot. Forme es mir noch ein bisschen zurecht. Und so kann ich es viel leichter nachher in den Topf hieven. Ich bemehle es noch ein bisschen und es kann es noch ca. 20-30 Minuten ruhen, bis die Temperatur erreicht ist. Und nun setze ich meinen Brotteig in den heißen Topf hinein und schneide es mir noch mit einem Kreuz ein oder auch ein anderes Muster. Deckel drauf und ab in den Backofen. Auf Maximum habe ich ihn ca. 20 Minuten gebacken, dann habe ich runtergedreht auf 230 und dann nochmal 20 Minuten und das ist das Ergebnis. Sieht das nicht lecker aus? Jetzt kannst du es auch ganz leicht wieder raushieven und komplett auskühlen lassen. Es sollte wirklich ganz ausgekühlt sein. Und nun schneide ich es mit dir an. Hört sich das nicht klasse an? Das Brot ist innen drin herrlich goldgelb und ich habe es hier schon leider etwas dunkel gehabt, aber ich glaube, du kannst die Porung super erkennen. Auch die gelbe Note von den Kartoffeln ist gut zu sehen. Es ist herrlich weich und super lecker. Ich würde mich freuen, dich auf eines meiner anderen Kanäle wiederzusehen oder in eines der nächsten Videos, die dir gleich angezeigt werden. Deine Silke von Rezepte Silkes Welt.